Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dante's Inferno. Und ich hätte es fast vergessen, wegen meiner Ansprache. Aber gut, nehmen wir die hier nochmal mit und erlösen sie. Die Mira, ich habe wieder nicht durchgelesen, ich bin ein Depp. Aber ihr könnt ja Pause drücken und zu gucken, ich habe gerade gesehen, den Text haben wir noch gesehen. Deswegen ist alles gut. So, nehmen wir noch alles, was wir brauchen und speichern hundertprozentig ab, damit ich diesen Scheiß von eben nicht nochmal machen muss. Das ist Quälerei vom Feinsten, Freunde. Das ist Quälerei vom Feinsten. Ja, wir sind alle Folge 10, das heißt der nächste. Vielleicht hat es doch tatsächlich so viel wie die 10 Gebote. Du sollst die Tür töten. Nicht mit Magie beflücken. Der letzte Schlund. Hier erleiden die Hochstaaten. Die Geißel der Gesellschaft, immerwährende Höllenpein. Okay. Und gleich zwei so eine Stangen zum Springen, ja? Ah, kein Problem. Meister ich doch mit links. Besiege alle Gegner. Ausdauertest. In weniger als 5 Minuten meistern. 5 Minuten? Okay, das wird wahrscheinlich, ein sehr langer Kampf von bis zu 5 Minuten. Es sei denn, ich versuche es zu beschleunigen. Ich bin jetzt schon so darauf angewiesen an die Magie, die ich gerade benutze. Mit dem Kreuz. Dass ich vergessen habe, dass ich normale Attacken habe. So, dich erlösen wir nochmal kurz. Oh nein, nicht ihr. Ich hasse euch! Wir haben sie die ganze Zeit hochgeschleudert, das ist cool. Komm, versuchen wir das nochmal. Hey, es hat nicht funktioniert. Schade, aber wir können sie die ganze Zeit in der Luft halten, das ist richtig cool. Ja, ist gut, Mädels. Hold up! Hold up! Ich mag euch nicht. So, 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 so. Ach Mann, ich habe ihn nicht erwischt. Schade. Ich fand das beim letzten Mal so witzig. Au, 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 au. So. Ach Mann. Ich will das doch mal hinkriegen. Ich habe sie komplett in die Luft gehalten. Na toll, ich habe den Kleinen erwischt. Das werde ich auf jeden Fall des Öfteren mal trainieren, weil es super genial ist. Ah, die fliegen immer weg beim nächsten Mal, okay. Das muss ich mir merken. Au! So. Zack, nehmen wir die. Nee, ich habe ihn nicht gegrappt bekommen. Ich habe ihn nicht gegrappt bekommen. So, so, so? Ich krieg ihn einfach nicht gegrappt, naja, egal. Zu spät. Boom. Ja, euch besiege ich sowieso mit Magie. So, mein Freund, jetzt kriegst du mal richtig aufs Fressbrett. Wackel mit deinem Speck, du Kackratte. Na komm, ich weiß, du willst es. Der will einfach nicht kapieren, ne? Wie bitte was? Der ist einfach so krepiert. So, 1, 2, runter mit dir, schnappen! Er lässt sich einfach nicht mehr grabben in der Luft, wenn ich ihn... Achso! Das könnte natürlich einiges bedeuten. Okay. Immerhin kann ich das blocken ohne Ende. Au! Er hat mich von hinten erwischt. Die kleine Putzau. So, jetzt komm mal her, mein Freund. 1, 2. Grabben. Ach Mann! So wird das doch nix. 1, 2. Grabben. Ah, gut.
Er ist krepiert. Eins, zwei, grabben. Runter mit dir. Runter mit dir. Ich stehe drauf. Sorry, Freunde, aber ich stehe einfach drauf. Zack, 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 zack. Na so. Komm, weg mit euch. Ich habe noch eine Minute Zeit. Zack. Boom, 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 boom. Apropos, wir wollten noch mal kurz was gucken. Und zwar war hier doch... Nein, das war's nicht. Das war's auch nicht. Sünden des Vaters, Stufe 2. Die Reichweite... Achso, nee, die Reichweite brauchen wir nicht. Der Sturm... Das hier wollten wir machen, ne? Erzeugt 3 Klingen gleichzeitig, aber da kommen wir, glaube ich, nicht hin. 5000, ne. Da kommen wir nicht hin. Jetzt können wir den gleichen Move machen wie ich. Und noch ein Mopsi. Noch ein Mopsi. Weil die sind immer so schwer zu besiegen, weil man sie auch nicht hochschleudern kann, ey. So, weg mit dir. Ich habe noch 25 Sekunden. Du bist wahrscheinlich der letzte. Huch, ich stand auf ihn drauf. Das ist bestimmt der letzte, ne? Na komm! Nee, es war nicht der letzte. Nicht mal ansatzweise. Was zum? Ach man, ich will euch hochschleudern. Nein. Ah. Ich hasse es. So. Eins, zwei, grabben. Runter mit dir. Eins, zwei, runter mit dir. Eins. Och man. Ich hab so viel Spaß an der Sache. Oh. Dir muss ich erstmal die Flügel stützen, mein Freund. Aber es macht nichts. Ich schnappe erstmal die kleine Troller hier. Mann. Ach komm. So. Hey, du würdest ja nicht wegfliegen müssen. Haha. Eins, zwei. Runter mit dir. Mann. Ich war gerade so dabei, du Arsch. Verzieh dich mal. Ich töte mal kurz die Troller hier. Also unbedingt zu viel mit dir. Au. Auf mich in die Ecke zu drängen. Das ist richtig kaputt. Ach, Mann. Okay, ich glaube, sie ist tot. Jetzt muss der nur noch runterkommen. So, kann ich wieder hochschmeißen? Nein, kann ich nicht. Ich muss die erstmal die Flügel stützen. So, damit ich ein bisschen Leben kriege. Aber 5 Minuten für so einen Kampf, das ist doch ein bisschen übertrieben, ne? So, stützen wir dir mal die Flügel. Zack, zack. Jetzt kann ich dich hier hochschmeißen. Willst du wieder in die Luft? Kein Problem. Hey, ich habe gesagt, kein Problem. Man kann ihn nicht in die Luft schleudern. Traurig. Man kann ihn nicht in die Luft schleudern. Warum nicht? Nein, in die andere Richtung. Zum Glück. Wollt ihr doch noch erlösen? Die guten alten Flügellosen. Wie soll man das in 5 Minuten schaffen? Das geht gar nicht. Voll mich mit diesem Spinner, ey. Ganz genau von dir rede ich. Mach dich jetzt erstmal richtig fertig, du Arsch. Ich mag dich nicht. Na, komm. Ich habe natürlich keine Magie mehr. Deswegen kann ich seine feurigen Freunde nicht töten. Okay, jetzt habe ich erst recht keine Magie mehr. Aber ich glaube, er ist runtergefallen. Ist er runtergefallen? Der ist runtergefallen. Der ist runtergefallen. Ach komm, noch mehr. Na gut. Den habe ich wohl nicht mehr rechtzeitig gekriegt. Jetzt hör auf damit. Das ist echt frech. So, den haben wir auch erwischt. Ah, diese Wiesen, ne? Dass die sich unsichtbar machen hier. Ach nein, nein, nein. Euch will ich jetzt überhaupt gar nicht hier haben. Scheiß Flügel, irgendetwas.
Ich weiß gar nicht, wie man das in 5 Minuten schaffen muss, ey. Da muss man hier wegschmetzeln und Ende mit der Ulti auch noch, weißt du? Das dürfte vielleicht gehen. Aber es hört ja auch gar nicht auf. Es hört ja auch nicht auf. Na gut, vielleicht, weil ich hier die ganze Zeit meinen Move mache. Und einfach Spaß dran habe. Ich habe mich zerfetzt in der Luft. So, komm. 1, 2, runter mit dir. 1, 2, runter mit dir. Ich kann ihn schon. Das ist der beste Move, den man irgendwie machen kann, finde ich. Das ist der lustigste. In der Luft lassen, da können sie sich nicht wehren und alles mögliche. Das ist genial. Hallo? Willst du nicht mal irgendwie gelöscht werden? Okay. Ach, den kann man nicht richtig löschen. Was? Wo fliegst du denn hin? Dante. Also manchmal bin ich echt enttäuscht von dir. Was soll denn das? Den kriegst du nicht tot. Der versteckt sich jedes Mal hinter seinem Feuer, wenn du ihn nicht löscht. Ah, jetzt geht es. Ah, er wird schwächer. Er wird schwächer, ich verstehe. Ach komm. Das ist nicht im Ernst. Ich muss ihn einfach nur dauerhaft löschen. Und dann passt das schon. Und dann erlösen wir ihn nämlich. Oh, wir haben 11 Minuten gebraucht. Oh gut, 10 eigentlich. Eigentlich 10. 10 Minuten haben wir gebraucht. Das Doppelte. Das müsst ihr euch immer reinziehen. Das Doppelte. Beatrice. Beatrice, hör auf damit. Ich habe mich meinen Sünden gestellt und bin bereit, dich heimzuführen. All deine Sünden? Ich denke nicht. Blicke in den 9. Kreis der Hölle. Blicke in das dunkle und kalte Reich der Verräter. Allmächtiger, wer hat das zu verantworten? Kümmere dich um meine Schwester. Ich, mein Herr. Hängt ihn. Wenn Saladin von dieser Gräueltat erfährt, wird er die Mächte der Hölle entfesseln. Beatrice, ich werde dich beschützen. Mein Bruder ist tot wegen deines Verbrechens. Gab es einen Grund für diese Heimtücke? Nein. Ich lasse ab von meiner Reise. Mein Platz ist hier im Fegefeuer, der deine im Paradies. Ich bedauere aus tiefster Seele, was ich getan habe. Mögest du mir eines Tages vergeben. Mein Kreuz. Beatrice. Du hast wohlgetan, Dante. Und obschon du es jetzt nicht verstehen magst, hast du weit mehr als diese unschuldige Seele gerettet. Denn deine Rolle in der ewigen Schlacht ist weit bedeutender, als du dir vorzustellen vermagst. Ich verstehe nicht. Deine Erlösung ist nah. Warte! Ich muss mich um sie kümmern. Ich bin so weit gekommen. Vertrau mir. Du wirst sie wiedersehen. Hä? Bittere Süße. 50G? Rette Beatrice. Und jetzt? Da hinten geht's weiter. so einfach habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Spute, Dante, deinen Schritt. Der letzte Kreis ist nah. Der letzte? Sind wir nicht im letzten?
Welche Stadt liegt dort vor uns? Wenn in die Dunkelheit du schreitest, dein Auge Streiche dir wohl spielt. Doch der Sinnetäuschung schwindet, wenn du erreichst den tiefen Schlund, wo nicht Türme, sondern Riesen schützen dort der Hölle Grund. Riesen. Okay. Schatten, erzähl mir von diesen Riesen. Babylons Turm, gebaut auf Nimrods Geheiß. Für der Menschen Hochmut ewiges Sprachgewirr war der Preis. Was? Sprich mal Klartext. Und die anderen? Der stolze Ephialtes, seine Kraft mit Jupiter wollt messen. Und Antaios, Gaias Sohn, besiegt und lang schon vergessen. Okay. Okay. Nehmen wir mal das Zeug hier mit. Kann definitiv helfen. Nehmen noch dich hier mit. Alle hießen sie meine Tat gut. Fra Alberigo. Alberigo schmort im tiefsten Kreis der Hölle, weil er sein Land und seine Familie verriet, als er im Namen der Vergeltung seinen eigenen Sohn ermordete. Okay. Speichern wir nochmal. Tja, wie die 10 Gebote, Freunde, habe ich doch gesagt. Habe ich die ganze Zeit erzählt. Oh, oh. Er sieht mehr steinernd aus als ein Riese, ne? Es ist zu kalt hier unten für euch. Ihr mögt doch lieber das Feuer. Vor allem, was macht Eis in der Hölle? Sind wir so tief, dass es so kalt ist, oder was? Sehr seltsam. Oh, er pustet. Er pustet. Hilfe. Oh, ich mag euch Flügeltypen nicht. Ach, das kann ich auch. Dass er das überlebt hat. Na komm, ich müsste die Flügel abschneiden. Kannst du nicht mehr wegfliegen. Bleibst du immer für mich, bei mir. Wie so ein kleines Vögelchen. Das ist jetzt übrigens schlecht, wenn er pustet. Oh ja. Ach, der kann einfach fliegen. Wie ich dich einfach nur hasse, weißt du das? Ah, gut, du gehörst hier hin mit deinen Eis-Dingern. Runter mit dir. Fickt euch alle doch ins Knie. Ach komm. Hoppla. Ich glaube, ich habe ihn gerade so weggeschleudert, dass die Batterien rausgeflogen sind. Das könnte noch ein bisschen nervig werden. Aber ich versuche das Ganze einfach mal zu meistern, so gut wie es geht. So. Buh. Aha. Das würde mir jetzt keinen Sinn ergeben, oder? Nein. Wieso hast du auch so ein langes Movement? Oh nein, nein, nicht doch mal von vorne. Alter, ich werde hier die Krise kriegen. Ich werde hier richtig die Krise kriegen. Ich werde mich jetzt hier verstecken und nur einen von, auf den hier machen. Ich werde nur einen auf den hier machen. Ich werde hier einfach vorbei. Und sei es mit den billigsten Mitteln, wir werden das so reißen. Ich mag es nicht, wenn du pustest. Ja, komm zu mir, mein Freund, komm zu mir. Oh Gott, das war knapp. Boah, jetzt sind sie schon zu zweit, ne? Na komm her. Oh.
Ich muss hier weg. Wir sind alle Mittel jetzt recht, um zu gewinnen. Er kann nicht mehr fliegen. Ach, damn you. Ne, ich bleib hier hinten. Hier bin ich geschützt. Weg, 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 weg. Ich mag das gar nicht. Oh, ich hab doch abgeblockt. Ah. Ich weiß zwar nicht wozu, aber ich habe jetzt Bock drauf. Haha, abgeblockt. So. Oh, dir stütze ich jetzt erstmal die Flügel, mein Freund. Dir stütze ich erstmal die Flügel. Jetzt kannst du nicht mehr wegfliegen, ja? Was sagst du dazu? Ich will jetzt nicht sterben, ich bleib hier hinten und mach meine Magie. Mir ist derzeit alles recht, um zu gewinnen. So. Erlösung. Ja. Ich bin frei. Ich bin frei. Und das genießen wir gleich morgen, Freunde. In diesem Sinne, haut rein. Und ich schwing hier noch ein bisschen herum. Tschüss.